Wir kommen zum nächsten Tagesordnungspunkt. Ich gucke hier ein paar sicherheitshalber, falls es den nächsten Geschäftsordnungsantrag gibt. 2714, Erneuerung des Korrosionsschutzes und Instandsetzung von Stahlbauteilen der Loschwitzer Blasewitzer Brücke. Und da habe ich vorliegen einen Änderungsantrag CDU und Ergänzungsantrag Die Linke. Wünschen Sie es einzubringen, CDU? Herr Böhm, bitteschön. Sehr geehrter Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen. Mit der Vorlage der Verwaltung sollen zunächst erstmal die Erstellung der Ausschreibungsunterlagen für den Korrosionsschutz und die Instandsetzung von Stahlbauteilen am Blauen Wunder beschlossen werden. Wichtig ist dabei, dass eine abschnittsweise Instandsetzung und bis auf wenige Wochen in den Ferien keine Vollsperrung, sondern während der Arbeiten überwiegend der Verkehr in beide Fahrtrichtungen aufrechterhalten werden soll. Soweit, so gut. Nun ist der Kollege Schmidt-Lamontaine, der die Vorlage gemacht hat, nun nicht mehr da. Jedoch sind die Begründungen in der Vorlage in weiten Teilen fachlich schlecht aufbereitet, offensichtlich fachlich überholt und mittlerweile als falsch zu bewerten. Bei der Beratung zur Vorlage machte der frühere Baubürgermeister klar, dass die Kosten für den Korrosionsschutz nicht mehr bei 15 Millionen Euro liegen würden, sondern dass dafür mittlerweile 28 bis 34 Millionen Euro für die Gesamtsanierung 120 Millionen Euro zu erwarten wären. Er machte ebenfalls klar, dass derzeit keine Fördermittel zu erwarten wären. Es ist daher völlig unverständlich, dass in der Vorlage noch von 15 Millionen Euro Kosten für den Korrosionsschutz und von einer Fördermittelquote von 90% gesprochen wird. Hinzu kommt, dass die avisierten Gesamtsanierungskosten von bis zu 120 Millionen Euro im Hinblick auf die vorher geschätzten Sanierungskosten von 45 Millionen Euro mehr als deutlich gestiegen sind. Fraglich ist auch der nun enthaltene Risikorahmen von mehr als 35 Millionen Euro. Möglicherweise muss die Stadt nun selber die Kosten für Korrosionsschutz und Gesamtsanierung aufbringen. Wir möchten daher als Ergänzung zur Vorlage den Oberbürgermeister beauftragen, zeitnah in Gespräche mit der Landesregierung hinsichtlich Fördermittel einzutreten und danach einen realistischen Finanzierungsvorschlag für die notwendigen Maßnahmen vorzulegen. Zudem sollen vertiefte Erklärungen für den hohen Risikorahmen und für die erheblichen Schätzungsabweichungen von der Verwaltung vorgelegt werden. Die Kostenschätzung nur ansatzweise nachvollziehen zu können, sollen die Kostenschätzungen nach Kostengruppen umgesetzt werden und deren Kostenveränderungen dargestellt werden. Denn uns erschließt sich nicht die derartig massive Kostensteigerung, und nur wenn die Kosten untersetzt sind und nicht wie in der Präsentation grob dargestellt, lässt sich prüfen, ob das plausibel ist oder nicht. Den Änderungs- oder Ergänzungsantrag der Linken, der sich auf ein paar kleinere Punkte bezieht, den werden wir bei uns übernehmen. Danke. Somit hätte sich der Änderungsantrag dann erstmal erübrigt, aber Sie können sowieso nach vorne kommen, weil in der Fraktionsrunde Sie die Ersten waren. Herr Wertz, bitte schön. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Stadträtinnen, liebe Stadträte. Der Herr Oberbürgermeister hat ja schon beim Altmarkt gesagt, dass er jeder Vorlage, jeden Antrag widersprechen wird, der nicht ausfinanziert ist, und dass wir viel Spaß haben werden. Jetzt müsste er sich das erste Mal selbst widersprechen, weil sozusagen hier etwas beschlossen wird, was mitnichten in irgendeiner Weise finanziell gedeckt ist, wo jede Finanzierung geplatzt ist und jeder finanzielle Rahmen offensichtlich gesprengt worden ist. Ärgerlich an dieser Kostenentwicklung ist, dass sie im Prinzip für uns nicht nachvollziehbar ist. Es ist nicht nachvollziehbar, warum die Kosten derartig explodiert sind. Es ist auch fraglich, ob das Ziel einer absoluten Kostensicherheit geschickt ist für die Stadt, weil die Firmen, die wenigen Firmen, die diese Leistung eines Korrosionsschutzes für Brücken, einer Sanierung solcher Brücken anbieten, die hören natürlich auch Radio, die sehen Fern- und lesen Zeitungen und sehen natürlich hier im Prinzip, welche Preise aufgerufen werden und wie die Preise sich entwickeln. Wir verderben dadurch natürlich auch die Preise. Das ist schwierig. Es hat sich also herausgestellt, das ist eigentlich der Anlass dieser Vorlage, abschnittsweise Sanierung. Erfahrungsgemäß ist es so,
Wenn ich so eine Brücke saniere, muss ich sie voll verkleiden. Sie bekommt ein Gerüst mit einer im Prinzip dichten Hülle, einfach um den Schwarz-Weiß-Bereich abzutrennen. Schwarz ist der Bereich in der Brücke, wo der alte Korrosionsschutz mit Sand gestrahlt werden muss. Das ist dann im Prinzip die bleihaltige Abfälle, die abgesaugt werden müssen, und dort darf nichts nach außen gelangen, auch nicht in die Elbe. Das ist das Komplexe daran, und wenn die Brücke voll verkleidet ist, erzeugt sie im Prinzip gewisse Windlasten oder erhält Windlasten, was das Gesamttragwerk nicht aushält, deswegen abschnittsweise, damit die Windangriffsfläche optimiert wird und minimiert wird. Insofern ist es erstmal ein ganz schlauer Zug. Dass die Vermeidung der Vollsperrung ist nicht unbedingt ganz so schlau. Wir haben die Erfahrung bei der Albertbrücke gemacht, dass eine vollgesperrte Brücke klare Verhältnisse schafft. Die Brücke kann nicht befahren werden, es gibt kein Nadelöhr. Jetzt haben wir in gewissermaßen eine Nadelöhrsituation, die schwierig werden könnte. Unser Ergänzungsantrag zur CDU, der jetzt übernommen worden ist, präzisiert im Prinzip vielleicht nur eine kleine im Prinzip Unaufmerksamkeit, dass die CDU den Oberbürgermeister beauftragen wollte, im Prinzip nur über den Korrosionsschutz, über eine Kostenübernahme und eine Kostenbeteiligung von anderen Stellen, zum Beispiel des Freistaates, zu verhandeln, sondern es geht darum, auch für die notwendigen Ertüchtigungs-, Verstärkungs- und Sanierungsmaßnahmen im Stahlbau, die ja im Prinzip auch einen großen Teil der Kosten ausmachen, die Sanierung in den Widerlagern, die Sanierung der Gewichtshäuser, die dort im Prinzip an den Widerlagern stehen, dass auch an diesen Kosten eine Beteiligung dabei ist, weil so ein Kleinod, wie es das die Loschwitzer Brücke ist, kann eine Stadt nicht alleine sanieren. Die Loschwitzer Brücke ist ja im Prinzip nicht nur ein technisches Denkmal, sie ist auch ein Baudenkmal, und sie ist im Prinzip auch ein Teil unserer Infrastruktur und hat als Bauwerk des Jahres 1893 natürlich auch Bedeutung über Dresden hinaus, über Sachsen hinaus. Das muss im Prinzip klar gemacht werden. Können wir noch einen Vergleich ranziehen? 1889 ist in Paris der Eiffelturm eröffnet worden nach dreijähriger Bauzeit. Der ist seit 2017 für 300 Millionen Euro saniert worden. Das kann man sich umrechnen. Mit 7.500 Tonnen Konstruktionsstahl macht es ungefähr etwas über 40.000 Euro pro Tonne aus an Kosten. Das blaue Wunder kommt jetzt sogar, wenn die ganz schlimmen Kostenschätzungen eintreten sollten, bei 120 Millionen etwas billiger. Mit ungefähr 3.500 Tonnen Korrosionsstahl sind wir dann bei 30.000 Euro, aber vielleicht, denke ich mal, sind wir schon an einem sehr hohen Limit. Also diese Kosten müssen unbedingt untersetzt werden, und auf der anderen Seite ist es so, die Sanierung und der Korrosionsschutz und der Tüchtigung des Blauen Wunders ist unerlässlich, weil wenn der Korrosionsschutz nicht mehr funktioniert, ist das die galoppierende Schwindsucht. Jedes Jahr erzeugt mehr Schäden an der Brücke, macht es noch teurer, und unter Umständen müssen wir uns in wenigen Jahren über einen Substanzverlust unterhalten, was dann im Prinzip den Neubau einer Brücke erzeugen wird, einen Verlust dieses fantastischen Bauwerkes. Insofern stimmen wir zu und wünschen uns, dass im Prinzip im Freistaat eine Beteiligung der Kosten erreicht werden kann, wie das auch geplant war. Vielen Dank. So, ich frage mal in den Raum hinein, gibt es weitere Wortmeldungen, weil ich nur einige mit Bedarf habe? Dann machen wir mal Herr Löser oder Herr Litsche. Herr Löser. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, das Blaue Wunder ist in einem schwierigen Zustand. Es ist kein Wunder, denn es ist lange bekannt. Und dieser Zustand ist nun auch schon geraume Zeit so, auch schon unter dem CDU-Bürgermeister Marx Fesenmeier, auch unter dem Finanzbürgermeister Vorjohann war das Thema ja genauso präsent, wie es jetzt ist. Damit wir mit der Sanierung kein blaues Wunder erleben, denn es ist tatsächlich in einem schwierigen Zustand. Sie kennen das, 2018 gab es diese Bewertung. Die Brücke hat da auf einer bis Skala 4 lediglich Note 3 bekommen, muss gehandelt werden, und der grüne Baubürgermeister hat auch eine Vorlage vorgelegt. Es geht konkret um den Korrosionsschutz. Es ist ein guter Vorschlag, wie wir finden. Er ist in Jahresscheiben gegliedert. Es geht mit einer sommerlichen Sperrung. Und klar ist aber auch, und das wurde im Ausschuss dann durch den Bürgermeister auch recht offen benannt, die Kosten, die momentan hier vorgeschlagen werden, werden nicht ausreichen. Es wird teurer werden. Es war die Rede von minimal insgesamt für die Sanierung 80 Millionen bis maximal 120 Millionen. Das ist sozusagen der Puffer, in dem man sich bewegt.
Und das kann die Stadt auch nicht alleine leisten, das ist klar. Insofern ist es richtig, die Landesebene hier aufzurufen, mitzutun. Ich würde das ergänzen um die Bundesebene, denn wenn man sich unterhält mit Fachleuten wie zum Beispiel dem Landeskonservator, der sagt ganz klar, das ist ein Projekt, da braucht es eigentlich eine Sonderförderung, entweder von Landesebene oder von Bundesebene. Insofern würde ich den Antrag stellen an die CDU-Fraktion, dass wir ergänzen Landesebene plus Bundesebene. Das würde ich als Antrag jetzt hier stellen. Ich sage mal, es gibt 6 Dresdner CDU-Abgeordnete, die direkt gewählt sind. Das ist ein großer Teil derer. Und ich sehe Sie da ein Stück weit auch in Verantwortung. Sie haben den neuen Finanzminister in Sachsen, ehemals unser Finanzbürgermeister hier. Insofern glaube ich tatsächlich, muss man da ins Gespräch kommen. Wir würden diesem CDU-Antrag punktweise gerne abstimmen. Dem ersten Antrag können wir zustimmen. Bei einem zweiten Antrag sagen wir, es ist im Ausschuss eine Menge erklärt worden, warum diese Kostensteigerungen entstanden sind und was man auch herausgefunden hat, was zusätzlich gemacht werden muss. Und wir erwarten da von der Verwaltung natürlich eine weitere Vorlage, die das dann auch seriös abbildet. Insofern Punkt 1 des CDU-Änderungsantrages Zustimmung, Punkt 2 Ablehnung und die Bitte um die Ergänzung mit der Bundesebene. Vielen Dank. Herr Lütje. Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, kein Änderungs- oder Ergänzungsantrag von wegen Untertunnelung, sondern einfach eine Rede zur Loschwitzer Brücke, zum Blauen Wunder, zu der Brücke, die in aller Welt Blaues Wunder genannt wird. Meine Damen und Herren, als sie vor runden 125, 130 Jahren errichtet wurde, hatte Dresden ungefähr 300.000 Einwohner. Beim Bau des Blauen Wunder wurden über 300.000 Nieten verwendet. Wenn man auf das Blaue Wunder schaut, kann man sehen, was man erreichen kann. Wenn ganz viele Nieten zusammenhalten, dann kann man auch was ganz Großes erreichen. Meine Damen und Herren, wir haben eine Brücke, die eine der ersten Stahlhängekonstruktionen dieser Größe ist, die in nur 2 Jahren Bauzeit errichtet wurde, ohne einen einzigen Pfeiler in der Mitte, etwas, was man heute wahrscheinlich nie wieder so, oder was man zur damaligen Zeit nie so gebaut hätte und wahrscheinlich auch sehr mutig gewesen ist, so zu bauen. Wir haben auch eine Brücke, die von einem Wunder bzw. von engagierten, mutigen Dresdnern vor der Sprengung gerettet wurde. Auch das gehört zur Geschichte dieser Brücke dazu und sollte hier mit erwähnt werden, dieses Zeichen des mutigen Engagements. Sicher ist auf jeden Fall, dass wir bei dieser Brücke ein Denkmal haben, dass wir Dresdner lieben und dass wir unseren Dresdnern gern zeigen. Meine Damen und Herren, Denkmäler werden weder von Alter noch von Schönheit bestimmt, sondern es handelt sich um einen gewissen Denkmalwert. Dieser Denkmalwert bestimmt, ob es sich um ein Denkmal handelt oder nicht. Es kommt immer auf den zeitlichen und auf den historischen Kontext an. Und so ein Denkmal vermittelt eine wichtige Information. So ein Denkmal, man spricht da auch von einem Zeugniswert, so ein Denkmal legt Zeugnis von der damaligen Zeit hat. Und der Wert ist umso höher, desto mehr von der originalen Substanz noch vorhanden ist, und beim Blauen Wunder ist es der Fall. Wir haben sehr viel originale Substanz, die wir erhalten wollen. Aus dem Grund werden wir auch dem Antrag der CDU und auch dem ergänzenden Antrag der Linken zustimmen, weil diese Anträge ehrlich mit den Kosten umgehen. Und diese Ehrlichkeit und dieses Denkmal, das ist was sehr Wichtiges. So ein Denkmal ist, ich habe es vorhin schon gesagt, ein Zeugnis seiner Zeit. Das gilt nicht nur für das Blaue Wunder, das gilt für alle Denkmale, die wir in Deutschland, in Europa und in der Welt finden, denn sie zeugen von einer Zeit, die wir heute so nicht mehr haben. Heute würde man an dieser Stelle vielleicht eine Stahlbetonkonstruktion hinbauen oder vielleicht auch eine Konstruktion aus Holz, eine Holzhängebrücke, wo man gar nicht mehr mit Autos langfahren würde. Wäre ja auch noch eine Variante. Das würde man vielleicht heute machen. Aber nein, wir haben ein Denkmal, was eine ganz besondere Stahlkonstruktion ist, und dieses Denkmal erhalten wir. Und das ist nämlich etwas, was ganz wichtig ist, weil das Denkmal steht für diese Zeit
Und genau so muss man mit Denkmalen umgehen. Heute haben wir es häufiger den Fall, dass Denkmale in irgendeiner Art und Weise gestürzt werden sollen und dass man fragt, ist das Geschichte oder kann das schon weg? Da ist es eigentlich fast egal, um wen es dabei geht. Beispiel Winston Churchill. In London stürzt man Denkmale oder will man Denkmale stürzen, die an Churchill erinnern. Warum? Weil er vielleicht nach heutigen Maßstäben Kolonialist oder Rassist gewesen ist, aber er war es eben nicht in seiner Zeit. Wenn man von der heutigen Zeit zum Beispiel auf Stauffenberg oder auf Georg Elser schaut, dann sind sie vielleicht nach heutigem Maßstab Nationalist und Mörder, aber nicht zur damaligen Zeit. Da haben sie gegen Adolf Hitler gekämpft. Und das ist etwas, was wir uns immer vor Augen führen müssen, wo wir auch sozusagen mal einen Schritt weiter nach hinten denken müssen. So ein Denkmal steht für seine Zeit und dieses Bewusstsein für Geschichte, das sollten wir uns von niemandem nehmen lassen und davon sollten wir auch Geld investieren. Und wenn wir in Geschichte investieren, dann sollten wir das sinnvoll machen. Und wir glauben, wenn wir ins blaue Wunder investieren, dann investieren wir auf sinnvolle Art und Weise in Geschichte und auf sinnvolle Art und Weise in Denkmale. Vielen Dank. Gibt es weitere Wortmeldungen? Herr Böhm. Hallo. Ich würde das gleich von hier machen, den Ergänzungsantrag der Grünen würden wir übernehmen. Es ist natürlich doch sehr missverständlich, dass insbesondere die Grünen, die sonst so für Transparenz und Klarheit stehen, nicht möchten, dass wir vertieften Einblicke bekommen, wie sich die Kosten denn entwickelt haben und das ein Stück weit untersetzt bekommen. Offensichtlich hängen sie dann noch ihrem Bürgermeister nach, der hier eine grottenschlechte Vorlage abgeliefert hat. So, weitere Wortmeldungen sehe ich nicht, dann steigen wir mal ein in die Abstimmung. Es ist ein Änderungsantrag jetzt noch einmal vorliegen zum federführenden Ausschussbericht. Da will ich noch mal darauf hinweisen, der enthält jetzt im Punkt 1 auch die Ergänzung der Fraktion Die Linke und erhält eben das, den Hinweis, dass Gespräche nicht nur mit der Landes-, sondern auch mit der Bundesregierung geführt werden sollen. Das ist alles vom Einreichen des Änderungsantrages übernommen worden. So, diesen soll ich punktweise abstimmen. Ich würde das jetzt mal machen in den Komplexen des Vorsatzes inklusive den ersten Punktes. Wer diesem zustimmen möchte, den bitte ich um das Stimmzeichen. Das ist die überwältigende Mehrheit. Kommen wir zum Punkt 2. Wer dem Punkt 2 zustimmen möchte, den bitte ich jetzt ums Stimmzeichen. Auch das ist klar, die Mehrheit. Damit werden beide Punkte aufgenommen. Und jetzt kommen wir zur Schlussabstimmung über den so ergänzten federführenden Ausschussbericht. Wer zustimmen möchte, bitte ich jetzt ums Stimmzeichen. Gegenstimmen, Stimmenthaltungen, dann einstimmig mit 68 Ja-Stimmen bestätigt.